Hallo und herzlich willkommen im Wald. Eigentlich wollte ich jetzt ein Video zu Douglasie machen, bin aber dummerweise an der falschen Stelle in meinen Wald gerannt, weil es ist erster Weihnachtsfeiertag und mein Wald ist gerade voll mit Familien, mit Kind. Ergo haben die mich irgendwo hingetrieben, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Mit dem Erfolg, dass es hier jetzt keine Douglasien gibt. Ich habe gehofft, ich finde irgendwo eine mittendrin, aber Fehlanzeige. Stattdessen gibt es Tanne. Und da Tanne neben der Douglasie einer der zwei Bäume ist, die ich diesen Winter machen möchte, machen wir halt in Gottes Namen eben die Tanne. Übrigens nachträglich frohe Weihnachten. Jetzt gucken wir uns erstmal so einen schönen baden-württembergischen Spezialtannenbestand an, denn alle anderen Bundesländer haben nicht ansatzweise so viel Tanne wie wir in Baden-Württemberg, speziell im Schwarzwald. Der Schwarzwald ist das Tannenland schlechthin innerhalb Deutschlands und mehr Tannen werdet ihr garantiert nirgendwo sonst finden. Das heißt, das sieht bei uns aus. Wunderbar. Da leckt sich jeder nicht baden-württembergische Förster die Finger nach so einem Wald, wenn der den sieht. Und genau sowas zeige ich euch jetzt mal schnell. Ta-ta-ta-ta. Und ich muss darauf hinweisen, es handelt sich hier um sogenannte Naturverjüngung. Sprich, die hat der Förster da nicht hingepflanzt, diesen Tannenhaufen hier. Beziehungsweise, wenn er was gepflanzt hat, dann hat er maximal in der Mitte ein bisschen dazu gepflanzt. Dafür müsste ich jetzt mal in die Mitte reinlaufen, wenn ich das genauer beurteilen wollte. Es stehen zwischendrin auch noch ein paar Fichten. Allerdings setzt sich hier eben die Fichte nicht durch, was üblich ist, wenn man Tanne und Fichte nebeneinander stehen hat. Dann kommt meistens die Fichte und macht das Rennen und die arme Tanne hat gar nicht so viel Chance, das dann zu überleben. Aber so ein Tannendickicht hier, das ist einfach wunderbar. Da geht einem als Förster das Herz auf, insbesondere wenn man nicht in Baden-Württemberg seine Ausbildung genossen hat. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt, tannentechnisch. Dazwischen noch ein paar Buchen und auch mal die eine oder andere Eiche, so wie diese hier. Da oben, man kann sehen, hat keine Blätter, es ist nämlich Winter, ne? Ja, hier im Schwarzwald haben wir sogar so viel Tanne, dass man gelegentlich mal ein Zweigchen abschneiden kann. Das ist natürlich luxuriös. In Sachsen ging das nicht. Da steht sie sogar auf der roten Liste, weil sie da jeden Tannenaltbaum, den es gibt, nummeriert haben. Und von jedem ist die Position eingetragen in einer Karte. Die sind nämlich tatsächlich so selten, dass man das vom Aufwand her ganz gut machen kann. Ich weiß nicht, sind glaube ich unter... Also weniger als 500 auf jeden Fall. Hier in Baden-Württemberg könnte man die Dinger gar nicht zählen. Das wäre völlig unmöglich. Ja, die Tanne unterscheidet sich jetzt von der Fichte, die eine andere Baumart, mit der sie gut zu verwechseln ist. Also mal abgesehen von der Douglasie, zu der kommen wir in den nächsten Tagen. Jedenfalls hat sie im Gegensatz zur Fichte, das ist ein relativ einfaches Unterscheidungsmerkmal, die Nadeln gescheitelt. Sprich, die eine Seite der Nadeln geht nach rechts, die andere Seite der Nadeln geht nach links. Bei der Fichte sind sie radial um den gesamten Zweig angeordnet, sprich in alle Richtungen stehen Nadeln vom Zweig ab. Und allein an dieser Scheitelung der Nadeln kann man eine Fichte schon mal von einer Tanne und einer Douglasie unterscheiden. Fichte fliegt also schon mal raus, wenn man sich allein die Anordnung der Nadeln anguckt. Besonders schön sieht man das hier in der Mitte, bei den etwas dickeren Zweigen, auch da sind die Nadeln immer streng gescheitelt und nach links und rechts angeordnet. Das ist ein sehr gutes Bestimmungsmerkmal, wenn man es von der Fichte eben auseinanderhalten möchte. Will man jetzt noch wissen, ob es sich jetzt nun um eine Tanne oder eine Douglasie handelt, lohnt sich der Blick auf die Rückseite. Der lohnt sich übrigens auch zur Unterscheidung von der Fichte, denn Tanne hat erstens mal auf der Rückseite deutlich hellere Nadelfarbe und wie ihr jetzt hoffentlich einigermaßen gut erkennen könnt, befinden sich hier jeweils auf jeder Nadelrückseite zwei weiße Wachsstreifen, sogenannte Stomata-Streifen. Darunter, also unter diesem Wachs, sitzen die Spaltöffnungen, die für den Luftaustausch der Nadeln gedacht sind. Ist deshalb wichtig, damit da eben CO2 rein kann und Wasserdampf raus kann, was dann für die Photosynthese absolut notwendig ist. Und, was ist das? Ach so, Dreck. Na gut. Also diese zwei Streifen auf der Unterseite sind nochmal ein Charakteristikum, was die Tannen von den Fichten abhebt. Ganz allgemein, alle Tannen haben diese beiden Streifen. Dann nächstes wichtiges Kriterium ist, um auch wieder die Tannen von den anderen Baumarten unterscheiden zu können, das ist jetzt auch eine Unterscheidung zur Douglasie, Tannennadeln sitzen mit einem kleinen Saugnapf am Zweig an. Zack.
Und diesen kann man dann abreißen mit dem Erfolg, dass man dann hier eventuell, ich weiß nicht, wie gut man es von der Kamera sehen kann, sogar sieht, dass da so ein kleines Saugnäpfchen in Anführungszeichen eben dran gewesen ist. Man sieht es hier an den frischeren Zweigen noch mal ein bisschen besser, diese kleinen Saugnäpfchen in Anführungszeichen. Und ganz wesentlich ist, dass die Nadel bis unten hin, wo sie wirklich am Zweig ansetzt, grün ist. Der Nadelgrund, also dieses letzte Stückchen, der Stiel der Nadel in Anführungszeichen, der nicht aussieht wie das eigentliche Nadelblatt und entsprechend breit ist, das ist der Nadelgrund und der ist grün. Der ist also nicht holzig, sondern aus dem gleichen Material wie die Nadel selber, denn das wäre das Unterscheidungsmerkmal zur Douglasie. Siehe dazu auch das Douglasien-Video, das ich in den nächsten Tagen drehe, da ist der Nadelgrund verholzt, also braun. Und bei der Fichte im Übrigen auch da ist der Nadelgrund verholzt und braun. Außerdem Fichtennadeln auch als Unterscheidungsmerkmal sind spitz, Tannennadeln nicht. Da gibt es diesen uralten Spruch, den auch fast alle kennen, die Fichte sticht, die Tanne nicht, so rum. Das ist eigentlich im Wesentlichen das Bestimmungsmerkmal. Tanne ist ein sehr einfach zu bestimmender Nadelbaum, eben deswegen. Und man muss nur aufpassen, dass man von der Fichte und von der Douglasie eben jeweils unterscheidet. Bei der Douglasie sage ich dann nochmal detaillierter, was da jeweils zu beachten ist, wenn man die Douglasie von der Tanne unterscheiden möchte. Ja, der Stamm weist eine Schuppenborke auf. Die ist recht robust. Nicht die robusteste Borke im Pflanzenreich, aber ja, eben charakteristisch mit diesen Schuppen. Und die Tanne nennt sich Weißtanne, weil der Tannenstamm gelegentlich dazu neigt, von der Farbe her, es hängt ja auch ein bisschen vom Lichtabfall ein und es wird auch schon wieder demnächst dunkel, neigt der Tannenstamm dazu, so eine leicht gräuliche Färbung zu haben, während die Fichte, auch Rotfichte genannt, so eine leicht rötliche Färbung vom Stamm her annehmen kann. Man muss schon farbintensiv schon ein sehr gutes Auge haben, wenn man den Unterschied wirklich so erkennen möchte, dass er einem als Bestimmungsmerkmal hilft. Aber derjenige, der die Dinger Weißtanne und Rotfichte genannt hat, der hat das wohl scheinbar eben damals so gesehen. Wobei Rotfichte sich ja nicht wirklich durchgesetzt hat als Name. Das hier in der Mitte ist übrigens eine Buche. Hier rechts sind dann noch ein paar Tannen. Hier da hinten, das sind auch Tannen. Nur, dass ihr jetzt noch mal ein paar andere gesehen habt. Und ja, wie gesagt, eben derjenige, der das Ding Weißtanne genannt hat, war wohl der Meinung, dass das wahnsinnig auffällig ist, dass der Stamm so leicht gräulich, weißlich sein kann. Kann ist ganz wichtig, kann. Ja, so viel zur Bestimmung und dann kommen wir zur Verbreitung. Ihr könnt euch die deutsche Vegetation, ich habe das in irgendeinem Video schon mal erzählt, als ein Buchenwaldmeer vorstellen, aus dem dann gelegentlich Mittelgebirge herausragen. Und sobald diese Mittelgebirge ein bisschen höher sind als das umgebende Buchenmeer, tauchen in dem Buchenmeer, das auf den Mittelgebirgen dann auch noch irgendwo so ein bisschen vorkommt, dann erste Mischbaumarten auf. Also im sonstigen Buchenmeer gibt es auch hin und wieder mal was anderes, aber primär eben Buche. Und die Buche beginnt die Dominanz zu verlieren, wenn sie eben im Gebirge hochkraxeln muss, weil dann kommt dann relativ bald die Tanne dazu. Spätestens ab der montanen Höhenstufe, wem das was sagt, haben wir dann schon Tannen in unserem Buchenwald, bis hin dazu, dass dann irgendwann die Tanne die Buche sogar ein bisschen dominiert und Buche nur noch kleinräumig. Hier mal eine Buche, da mal eine Buche und dazwischen jede Menge Tanne. Bis zu dieser Phase geht's. Und übrigens, damit ihr wisst, wo die Fichte hingehört, die kommt ab diesem Punkt dann auch noch dazu und löst dann die Buche irgendwann völlig ab. Dann wird es irgendwann immer mehr Fichte, immer weniger Tanne. Da ist immer mal wieder noch eine Buche zwischendrin, also jetzt versteht mich nicht falsch. Aber die Dominanz geht dann zuerst Dominanz Buche, Dominanz Tanne. Irgendwann, dann kommt die Fichte dazu, übernimmt dann auch irgendwann die Dominanz und die beiden anderen Sachen gehen halt eben entsprechend zurück. Daher nur in den hohen Gebirgen, hohen Mittelgebirgen, da kommen eigentlich nur der Schwarzwald und der Harz höhenmäßig so richtig in Frage. Der Bayerische Wald auch noch, ja. Und die Alpen, da brauchen wir jetzt gar nicht erst mit anfangen, aber nur in diesen Gebirgen wäre die Tanne dann überhaupt so weit von der Fichte abgelöst, dass da Massen an Fichte aufkommen würden, die erwähnenswert sind, sonst wäre sie einfach auch nur so vereinzelt mittendrin. Und wir hätten so in der, ja, hochmontanen, mittelmontanen, in Anführungszeichen, Höhenlage dann einen schönen Mischbestand zwischen Buche, Tanne und so vereinzelt ein paar Fichten. Und übrigens, da gehört dann auch noch der Berghahorn immer mal wieder dazu. Aber
Das wäre so der Ort, wo typischerweise natürlich Fichte anzutreffen wäre. Und was ist der Schwarzwald? Ein Mittelgebirge. Und wie hoch ist er? Na ja, an vielen Stellen so irgendwas um die 800 Meter. Und eben bis zu diesen 800 Metern bei Schwarzwaldgeografie ist dann definitiv eben dieser Buchen-Tannenwald, Tannen-Buchenwald, je nachdem, wo man sich halt eben gerade befindet, die vorherrschende Vegetationsform. Daher wächst das Ding bei uns eben auch so gut, weil sie auch natürlich vorkommen würde. Im Flachland müsste man sie genau wie die Fichte quasi extra hinpflanzen. Natürlich würde sie da nicht vorkommen, weil sie konkurrenztechnisch der Kampf ums Licht sich nicht gegen die Buche durchsetzen würde. Kommen tut sie übrigens aus dem zentralen östlichen Europa, kann man sagen. Da kommt sie her und ist in der Eiszeit dann langsam ein bisschen weiter nach Westen gewandert, bis eben nach Deutschland rein und ist nicht viel weiter gekommen. In Frankreich, in den Vogesen gibt es das Ding natürlich auch noch. Aber je mehr es zur Küste geht, desto eher kommt sie nicht mehr vor. Und ja, so grob sollte das, glaube ich, reichen. Wie gesagt, natürlich kann es Tanne jetzt auch durch Anpflanzgründe noch irgendwo anders geben. Und wenn ihr jetzt an der Küste wohnt und da zufällig irgendwo eine Tanne rumstehen habt, dann ist das zwar eher ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Ja, in den Baumwissen für Bushcrafter-Videos soll es ja im Wesentlichen immer um die praktischen Anwendungen der entsprechenden Baumart gehen. Das ist bei Tanne relativ einfach darauf runterzubrechen, dass man bezüglich Essen sagen kann, ja, Tannensamen kann man essen, die schmecken wahrscheinlich noch nicht mal schlecht, sind definitiv eine Option. Aber man wird als Otto Normalverbraucher kaum in der Lage sein, da dran zu kommen, denn die fallen samt der Zapfenschuppen vom Baum, sobald sie reif sind. Sprich, um an die Samen ranzukommen, müsste man, bevor sie ganz reif sind und runterplumpsen, auf den Baum klettern und dort Zapfen ernten. Es gibt entsprechende Fachkräfte unter den Waldarbeitern, die genau das machen. Besonders viele gibt es davon eigentlich fast, weil Tanne eben was ist, was man fördern möchte. Und dafür braucht man natürlich Samen, um Tannen überhaupt säen zu können. Und an die kommt man eben nur auf diesem Wege ran. Man muss auf eine große Alttanne tatsächlich hochklettern und oben händisch die Zapfen ernten und in so ein Beutelchen stecken. Ein ganz spannender Job. Ich habe sowas schon mal mit angesehen. Da kriege ich es mit der Angst zu tun. Ich habe nämlich Höhenangst und für mich wäre das definitiv keine Option. Aber es ist definitiv beeindruckend, was die Waldarbeiter, Forstwirte heißen sie ja offiziell, da so alles drauf haben bezüglich Tannensamen ernten. Ist krass. Ja, für den Bushcrafter auch die einzige Möglichkeit, um eben entsprechend an Tannensamen als Nahrung ranzukommen. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, den Baum umzusägen zu dem Zeitpunkt, in dem halt eben die Samen reif sind. Beziehungsweise fast reif sind, so reif, dass man sie essen kann und noch nicht so reif, dass sie schon abgefallen sind. Oder ihr habt Glück und der Sturm legt euch in dem Moment einen Baum um und dann könnt ihr da halt eben entsprechend ernten gehen. Aber davon würde ich nicht ausgehen. Bei Nadelbäumen hat man auch den Vorteil, in Anführungszeichen, dass diese im Winter noch einen gewissen Stoffwechsel haben. Sprich, wenn ein Nadelbaum im Winter umfällt, dann kann man da auch die äußere Rinde abscharren, bis man fast am Holz ist und über dem Holz befindet sich eine Einzellschicht dicke Schicht, das Cambium. Und das ist die Wachstumsschicht des Holzes. Ich habe schon in diversen Videos erzählt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, damit jeder auch weiß, was ich meine. Und dieses Cambium ist so ziemlich das Einzige, was man am Holzkörper als Mensch noch einigermaßen essen kann. Die Zellen enthalten einen gewissen Anteil an Stärke, weil sie halt eben ständig neue Zellen produzieren und sich dauernd teilen, sind deshalb gut nährstoffversorgt und haben damit ein bisschen Kalorien. Es ist immer noch minimal, aber eben dieses Cambium kann man aus einem umgestürzten Nadelbaum, bei dem es halt noch einigermaßen frisch ist, kann man es abziehen und dann kann man es quasi wie Spaghetti kochen. Auch dazu gibt es ein Video vom Saki und ich probiere das auch mal irgendwann aus, weil ich es ohnehin mal ausprobieren wollte, wie das schmeckt. Ich habe das noch nie probiert. Ich weiß nur in der Theorie, dass das funktioniert. Macht euch aber bitte nicht zu viele Hoffnungen. Erstens mal wird es garantiert nicht besonders gut schmecken und zweitens, die Nährstoffe, die drin sind, sind auch noch mal minimal und das ist was für den Winter, wenn man überhaupt nichts Besseres findet, aber theoretisch
Kirsch kann man das auch essen. Das kann man auch bei Laubbäumen essen. Das ist aber bei, gerade im Winter bei Nadelbäumen erheblich effektiver, weil es da halt gerade auch aktiv ist, in Anführungszeichen. Es dann da abzukratzen, wo halt auch mehr Nährstoffe drin sind. Bei Laubbäumen wäre im Winter so gut wie nichts drin. Und dann lohnt sich auch der Aufwand quasi nicht. Ja, dann kommen wir zur Holznutzung der Tanne. Das ist jetzt das schnellste Holznutzungskapitel, das ich zu je irgendeinem Baum in dieser Reihe Baumwissen für Bushcrafter jemals erzählt habe, nämlich identisch mit Fichte. Guckt euch das entsprechende Fichtenvideo dazu an, beziehungsweise vielleicht habt ihr es noch im Kopf. Mit Fichte kann man so ziemlich alles einigermaßen gut machen. Dabei ist sie sehr leicht und für ihr Gewicht her relativ stabil. Eignet sich also für alle baulichen, stofflichen Anwendungen oder auch als Brennholz oder zur Papierherstellung. Genau das gleiche gilt für die Tanne. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Tanne, wenn man sie im Wasserbereich, Wasserbau oder eben im sehr feuchten Bereich als Bauholz einsetzt, dann ist sie noch mal einen ganzen Ticken langlebiger als die Fichte. Wenn sie nicht im feuchten Bereich eingesetzt wird, hat sie eine sehr geringe Dauerhaftigkeit und verrottet vergleichsweise sehr schnell. Ja, das sind die technischen Anwendungen außerhalb des Bushcrafter-Bereichs. Innerhalb des Bushcrafter-Bereichs gibt es gar nichts Spezielles. Die Tanne ist das Durchschnittsholz überhaupt. Sie ist bei nichts besser als andere Holzarten. Sie ist aber auch bei nichts jetzt signifikant schlechter als alle anderen Holzarten. Daher ist es so sehr mittendrin, dass sie überhaupt nicht bemerkenswert ist von den Holzeigenschaften her. Nur zum Brennholz möchte ich schnell was sagen. Da ist sie relativ gut geeignet, sofern ihr in Mengen drankommt, wo das überhaupt eine Rolle spielt. Das heißt, nur im Schwarzwald überhaupt ein Thema, an Tannenbrennholz zu denken. In jeder anderen Region wird es davon viel zu wenig geben. Brennt da noch mal einen Ticken länger als Fichte, brennt gut an und brennt aufgrund des Harzgehaltes, der im Holz dann doch so ein bisschen vorhanden ist, einen Ticken heißer als Laubholz. Aber nicht viel, 5%. Dieser großartige Wert, den Nadelholz dem Laubholz überlegen ist, das spielt also für die Praxis draußen zum Lagerfeuer machen. Naja, man kann sich einbilden, dass man es merkt, aber man wird es nicht merken. Ja, und damit war es das auch schon wieder zum Holz. Weitere tolle Eigenschaften gibt es nicht. Zum Tannenharz möchte ich nochmal separat kurz sagen, die Tanne hat im Holzkörper keine angelegten Harzkanäle, harzt dadurch relativ wenig im Vergleich zu anderen Nadelbäumen. Sie hat Harz, es tritt aber nur bei Verletzungen, die die Tanne dann wirklich aktiv zu schließen versucht, nennenswert aus und auch nicht so viel wie bei Kiefer oder Fichte. Zum Harz suchen eignet sich Tanne also auch nicht groß. Ich bin mir nicht sicher, ob Tannenkiensparen überhaupt möglich ist bei den Harzmengen. Falls ja, dann werde ich es in den nächsten Tagen rausfinden, weil ich habe hier nämlich gerade nebenan da einen wunderbaren Tannenstumpf gefunden, bei dem man mal ein bisschen gucken könnte, ob man nicht da unter Umständen Kiensparen drin findet. Ich habe jetzt aber aktuell gerade kein Werkzeug dabei, um da großartig jetzt drin rumzuwühlen. Aber das werde ich in den nächsten Tagen nachholen und kann euch dann berichten, ob Tannenkiensparen überhaupt existiert. Gut, dann kommen wir zum Punkt Medizin. Ausschlaggebend, also das Ding, was bei der Tanne möglicherweise einen gewissen Nutzen hat, der wissenschaftlich nicht erforscht ist, ist der Tannennadeltee. Der schmeckt meiner Meinung nach auch noch mal besser als der berühmte Fichtennadeltee. Den finde ich von sämtlichen Nadeltees eigentlich am langweiligsten. Tannennadeln sind meiner Meinung nach noch mal ein bisschen aromatischer. Dadurch, dass sie weicher sind, geben sie dieses Aroma auch besser ans Wasser ab. Und damit ist so ein Tannennadeltee meiner Meinung nach nicht ganz so harzig, ein bisschen weicher im Geschmack einfach als der Fichtennadeltee und irgendwie, ja, insgesamt aromatischer, nicht so auf bitter basierend in Anführungszeichen. Also inwiefern der Fichtennadeltee jetzt bitter ist oder nicht, muss jeder selber wissen. Ich bin kein Kaffeetrinker, ich mag bittere Getränke nicht. Ein bisschen bitter ist für mich dann schon immer ziemlich bitter. Ich finde ihn persönlich leckerer, den Tannennadeltee. Aber das ist wieder so eine Spezialität. Man muss schon Tanne haben, um Tannennadeltee überhaupt machen zu können. Wenn ich euch jetzt noch oft erzähle, dass ihr keine Tanne habt, hasst ihr mich bestimmt wieder mal irgendwann.
Wie dem auch sei, das vielleicht noch eine Anwendung medizinischer Art. Der soll nämlich gut sein für die Verdauung insgesamt, hat der Herr Kneipp mal festgestellt. Inwiefern da jetzt eben was dran ist, sämtliche Methoden vom Herrn Kneipp sind wissenschaftlich nicht belegbar. Helfen tun sie scheinbar trotzdem, mitunter mehr oder weniger, auf jeden Fall manchen Leuten. Wissenschaftlich gesehen muss ich jetzt sagen, ja, das liegt am Placebo-Effekt, dass die sich dann so sehr einbilden, dass es ihnen jetzt besser geht, dass es ihnen besser geht. Meine persönliche Meinung ist, warum denn nicht? Vielleicht klappt es ja doch und wir haben es einfach noch nicht rausgefunden, wie das jetzt wissenschaftlich zu erklären wäre. Wenn etwas wissenschaftlich nicht zu erklären ist, gehe ich persönlich meistens davon aus, dass das daran liegt, dass man es noch nicht erklären kann, weil wir forschungstechnisch noch nicht weit genug sind und noch nicht genug wissen. Aber da kann jeder eben selber entscheiden, wie er das machen möchte. Das ist jedenfalls so die eine nennenswerte medizinische Anwendung, die so einigermaßen gut klingt. Er soll auch für die Nieren gut sein, der Tannennadeltee. Er ist definitiv nicht schädlich, aber es ist jetzt nicht irgendwas wie Salicylsäure in eben der Weide, wo man ganz klar definitiv sagen kann, ja, das ist quasi Aspirin und wirkt entsprechend genauso. Sowas gibt es in der Tanne nicht. Das ist dann, wenn überhaupt, dann ein insgesamt dem Wohlbefinden guttunendes Getränk, so ein Tannennadeltee.